In ein paar Monaten geht die neue Saison für Sportwagen wieder los. Entsprechend schauen sich jetzt wieder viele Interessenten um, was für ein Auto in diesem Jahr im aktuellen Fuhrpark Platz nehmen soll. Wer sich für einen amerikanischen Sportwagen mit V8-Motor zum fairen Preis umschaut, wird meistens zwei Autos zur Wahl haben. Ford Mustang GT oder Chevrolet Camaro V8. Auf dem Papier sind beide verdammt ähnlich. Großer Motor, mittlere 4 Sekunden auf 100, Preis irgendwo um die 45.000 bis 55.000 Euro, Viersitzer, moderne Features. Doch befasst man sich näher mit den Autos, werden dann doch viele kleine Unterschiede deutlich, weshalb beide Autos doch andere Zielgruppen ansprechen könnten. Da ich beide Autos inzwischen ausführlich fahren konnte, gebe ich euch in diesem Video einen möglichst objektiven Überblick darüber, was die größten Unterschiede zwischen den beiden Autos sind. Dazu schauen wir auf folgende Kategorien: Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit, Sound, Features, Verarbeitung und Verfügbarkeit. Als Fazit gibt es dann eine Einschätzung, für wen welches Auto wohl am ehesten taugt. Noch als Info vorweg: Für den Vergleich ziehe ich die europäischen Versionen vom aktuellen Mustang und Camaro heran. Daher fällt auch der Dodge Challenger aus diesem Vergleich leider raus. Gegebenenfalls kann auch die US-Ausstattung von den Modellen leicht abweichen. Doch bevor wir anfangen, noch eine Meldung in eigener Sache. 85% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten des Kanals. Wenn euch also das Video hier gefällt und ihr regelmäßig mehr davon sehen wollt, klickt auf Abonnieren und bleibt so immer auf dem Laufenden. Aber nun zurück zum Thema. Wir fangen an mit der Alltagstauglichkeit. Hier darf man sich nicht von der reinen Größe der Fahrzeuge verunsichern lassen, denn auf dem Papier sind Camaro und Mustang quasi gleich groß. Im Mustang ist der Innenraum für einen Sportwagen geräumig. Ich bin ungefähr 1,90 groß und kann super bequem vorne sitzen. Die beiden Rücksitze sind auf jeden Fall auch für Erwachsene nutzbar. Aufgrund der geringen Kopffreiheit ist eine Langstreckenfahrt so aber definitiv nicht zu empfehlen. Im Camaro lässt es sich vorne auch super sitzen als großer Mensch, jedoch sollte man darauf achten, dass das optionale Schiebedach einiges an Kopffreiheit wegnimmt, also sollte man als großer Mensch darauf dann verzichten. Die Rücksitze sind im Camaro im Vergleich auch wirklich nur für Kinder richtig brauchbar. Sowohl bei der Kopffreiheit als auch bei der Beinfreiheit hat der Camaro hier im Vergleich das Nachsehen. Mal ganz kurz zum Mitnehmen: mag die Rücksitzbank für erwachsene Passagiere noch gehen. Ganz so schlimm wie im Audi TT oder Porsche 911 ist das Platzangebot hinten dann aber auch nicht. Thema Stauraum. Dinge, die man täglich bei sich trägt, kann man im Mustang super alle während der Fahrt verstauen. Man hat ein okayes Staufach in der Mittelkonsole, Ablagefläche vorn, Stauraum in den Türen, also alles findet irgendwie seinen Platz, was man sonst vielleicht in den Hosentaschen mitführen muss. Auch die Getränkeflaschen für eine längere Fahrt kriegt man ohne Probleme unter. Im Camaro haben an der Stelle die Designer wohl etwas gepennt oder fanden das Design wichtiger als den Nutzen. Denn so richtige Ablageflächen hat man irgendwie nirgendwo. Die Staufächer der Mittelkonsole und in den Türen sind sehr klein und selbst eine Getränkeflasche muss man dann zum Fahren vielleicht eher im Fußraum des Beifahrers platzieren. Da hinten aber wohl eh selten jemand sitzen wird, kann man den Platz dann immerhin dort als Ablage gebrauchen. Auch beim Kofferraum zeigt sich ein praktikables Bild für den Mustang. Vier Getränkekisten kann man eigentlich ohne Probleme verstauen oder auch genug Koffer für einen Urlaub. Beim Cabrio verliert man leider etwas an Höhe im Kofferraum, egal ob auf oder zu ist, man hat aber immer noch genug Platz, um viel unterzubringen. Einzig die Öffnung ist etwas ungünstig ausgespart, sodass man zum Beladen Dinge etwas manövrieren muss. Beim Camaro muss man auch hier gegenüber dem Mustang Abstriche machen. Die Öffnung ist nochmal kleiner als im Mustang und das Volumen des Kofferraums ist insgesamt auch geringer. Zwei große Hartscheinkoffer durch die Öffnung da reinkriegen, das ist auf jeden Fall viel Arbeit, wenn man sich dabei nichts vermackeln möchte. Aber insgesamt für einen Sportwagen hat man natürlich auch im Camaro einen großen Kofferraum, in dem man auch einen Großeinkauf noch unterkriegt. Wirklich nervig ist lediglich im Cabrio, dass beim offenen Verdeck dann viel vom Kofferraum verloren geht. Das heißt, nur noch so ein ganz kleines Täschchen lässt sich dann irgendwie im Kofferraum mitführen. Das heißt, wenn man viel Gepäck hat, ist man auch im Cabrio darauf angewiesen, geschlossen zu fahren.
schauen wir für das Thema Alltagstauglichkeit noch auf die Sicht nach draußen. Da ist das bei Mustang eigentlich ganz easy. Große Fenster, ganz okayen Blick nach hinten. Also für ein Coupé alles durchaus gut. Im Camaro sagen manche, dass der Blick nach draußen dem aus einem Bunker gleicht. Man sollte sich hier durch ein Probesitzen aber nicht abschrecken lassen, denn während der Fahrt merkt man erst, dass die Sicht nach draußen völlig in Ordnung ist. Das Heckfenster ist halt am Ende im Camaro nur so groß geworden, wie der Ausschnitt, den man auch aus dem Rückspiegel sehen würde. Beide Autos kommen zum Glück mit Parkpiepern und einer modernen Rückfahrkamera, sodass man keine Probleme beim Manövrieren kriegt. Insgesamt im Thema Alltagstauglichkeit geht der Punkt hier klar an den Mustang. Der Camaro hat für einen Sportwagen zwar gut Platz, aber im Mustang muss man da einfach viel weniger Kompromisse eingehen. Das zweite Thema ist die Sportlichkeit. Wenn man 450 PS unter der Haube schlummern hat, möchte man das natürlich auch gerne ausnutzen. Entsprechend ist ein entscheidendes Kriterium, wie sportlich man tatsächlich die Menge an Power fahren kann. Der Mustang macht dabei einen guten Eindruck. Der Sprint auf 100 km/h erfolgt in 4,8 Sekunden und bis in den Begrenzer bis 250 km/h kann man auch sehr kraftvoll durchbeschleunigen. Also da merkt man wirklich, dass die 250 nur digital da als Sperre eingebaut sind. Enge Landstraßenkurven sind hingegen nicht das Optimum für den Mustang. Man kann natürlich sportlich fahren, aber man spürt schon ein wenig, wie sich der Wagen ein bisschen in Kurven neigt und auch aufschaukelt. Der Camaro kann beim Thema Sportlichkeit viel mehr rüberbringen, dass er tatsächlich mit diesem Fokus konzipiert wurde. Durch 6,2 Liter Hubraum und das deutlich höhere Drehmoment presst der Camaro den Fahrer deutlich mehr in den Sitz und kann auch bei niedrigeren Drehzahlen mehr Punch bieten. Der Sprint auf 100 km/h erfolgt im Camaro in 4,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist auch erst bei 290 km/h gesetzt. Selbst auf Landstraßen kann der Camaro überzeugen, da Chevys Magnetic Ride System auf dem Track-Modus den Wagen satt auf der Straße liegen lässt, sodass man hohe Rennstreckenambitionen haben muss, wenn man wirklich ein noch härteres Fahrwerk braucht. Etwas, das viel zum sportlichen Fahrgefühl beiträgt, ist auch die Sitzhöhe. Im Mustang ist diese für einen Sportwagen auch auf niedrigster Einstellung noch relativ hoch. Beim Camaro hat man viel eher das Gefühl, nahe auf der Straße zu sitzen. In der Sportlichkeit gewinnt insgesamt daher der Camaro das Rennen. Der nächste Vergleich ist das Thema Sound. Beide Wagen bieten einen fantastischen V8 Sound und sind durch eine Klappenauspuffanlage auch variabel steuerbar, sodass man auch abends ruhig nach Hause kommen kann, ohne die Nachbarn zu nerven. Der Mustang ist vom Sound insgesamt basslastiger. Der Camaro klingt da schon etwas mehr nach Rennsport V8 vom Sounddesign. Der Mustang ist keineswegs ein leises Fahrzeug. Wer regelmäßig sportlich fährt, könnte sich jedoch irgendwann an diese Lautstärke gewöhnen und dann vielleicht noch etwas mehr wollen. Der Camaro ist von der reinen Lautstärke eine Spur lauter, sodass keine Wünsche offen bleiben und falls doch lässt sich die Klappe, leider nicht legal, per Sicherung dauerhaft öffnen. Hier nun zwei Soundclips der Autos. Am Ende ist es ein bisschen Geschmacksfrage, welcher Sound einem mehr zusagt. Beide haben dafür aber definitiv einen Punkt verdient. Gerade auch, wenn man vergleicht, was andere Sportwagen zum Thema Auspuffsound überhaupt noch bieten. Kommen wir zum Thema Features. Beide Autos bieten viele moderne Systeme, doch interessanterweise unterscheidet sich die Ausstattung im Detail dann doch stark. So ein Klappenauspuff, Sitzklimatisierung, Navigation, Android Auto und Apple CarPlay Support, eine Lenkradheizung, das erhält man in beiden Autos, keine Frage. Im Mustang haben wir definitiv mehr Features, die das Fahren so ein bisschen erleichtern, also man hat einen Abstandstempomat, einen Notbremsassistenten oder auch einen Spurhalteassistenten und diese Features findet man auch nicht im Camaro.
Ebenfalls nur am EU-Mustang findet man die elektrisch anklappbaren Spiegel. Der Camaro hat hingegen andere coole Features wie ein Tote-Winkelwarner, ein Heads-Up-Display oder auch Memory-Sitze inklusive Komfortausstieg und das schon erwähnte optionale Schiebedach. Ich glaube, das sind alles coole Features. Am liebsten hätte ich einfach alles davon in die Wagen eingebaut. Entsprechend sehe ich hier auch ein Unentschieden zwischen beide Autos. Da es ja dann auf den persönlichen Geschmack ankommt, welche Features jetzt einem wichtiger sind, die es nur in einem der beiden gibt. Also auch hier Punkt für beide. Kommen wir nun zur Verarbeitung. Natürlich kann man bei beiden Fahrzeugen nicht erwarten, dass sie die Verarbeitung eines nagelneuen BMW M4 haben. Irgendwo hat es ja auch seinen Grund, dass ein M4 eben 20.000 Euro aufwärts mehr kostet als ein Mustang oder ein Camaro. Von außen ist der Mustang solide verarbeitet, jedoch ist es aus meiner Erfahrung auch etwas Glückssache, wie sauber die ganzen Spaltmaße am Mustang sind, also da muss man auch mit seinem Händler sprechen, dass der Vorübergabe da mal einen detaillierten Blick drauf wirft. Da habe ich schon einige Fälle gesehen, wo die Motorhaube nicht so richtig bündig zur Stoßstange sitzt oder unter den Scheinwerfern auch so eine kleine Lücke klafft. Beim Camaro hingegen kann man schon bedenkenloser auch ins Detail auf die Karosse schauen. Natürlich gab es auch mal Einzelfälle, wo hier mal Spaltmaßen und was nicht gepasst haben und ein Händler nachjustieren musste. Das sind, soweit ich das nachvollziehen konnte, aber deutlich seltenere Ausnahmefälle, wo so etwas auftritt. Ford setzte im Innenraum vom Mustang viel auf Soft-Touch-Flächen, das heißt das Armaturenbrett und die Türauflagen sind alle mit so einem weich geschäumten Plastik überzogen. Die Auflageflächen für die Insassen sind auch mit schönem Leder überzogen, das Lenkrad wurde mit dem Facelift sogar extra neu bezogen, damit es sich nun auch so wertig anfühlt, wie man es erwartet. Beim Camaro sehen wir auf den ersten Blick deutlich mehr Hartplastik, wie etwa am Armaturenbrett, aber die wichtigen Stellen, die man zum Fahren braucht, wo man eben seine Arme auflegt, die sind mit wirklich schönem Leder überzogen. Insgesamt fühlt sich das Leder auch an den Sitzen im Camaro wertiger an als im Mustang, nur die Mittelkonsole ist im Camaro leider ungepolstert, wenn auch mit Leder überzogen, das heißt, die ist recht hart geraten zum Fahren. In der Verarbeitung hat der Camaro also leicht die Nase vorn, im Innenraum scheiden sich die Geister, auf was man am Ende mehr Wert legt. Will man lieber ein bisschen alles aufgeschäumt haben, dafür kann man auch so ein paar Abstriche im Leder machen. Oder sagt man, Hartplastik ist okay, dafür ist das Leder ein bisschen schöner. Insgesamt geht der Punkt wegen weniger Sorgen um das Exterieur aber an den Camaro. Der letzte Punkt ist das Thema Verfügbarkeit. Wenn einem jetzt so ein Auto richtig gut gefällt, wo kriegt man denn eins her? Bei Ford ist es wirklich einfach, jeder beliebige Ford Store kann den Mustang bestellen, auch wenn manchmal die Bestellung dann quasi noch über einen größeren Ford Store geroutet wird. Das ist nicht nur praktisch für den Kunden beim Kauf, sondern auch bei Wartungsarbeiten oder Problemen hat man jederzeit einen Ansprechpartner bei sich in der Nähe. Chevrolet ist dagegen sehr spärlich aufgestellt in Europa. Insgesamt gibt es nur eine Handvoll Händler, die offizieller Chevrolet-Partner sind. Das führt dazu, dass je nach Wohnort der nächste Händler auch für Inspektionen im Rahmen der Garantie seine 2 Stunden Fahrt entfernt sein kann. Also im Vergleich ein ganz klarer Punkt an den Mustang. Kommen wir nun zum Fazit. Der Gewinner ist... Beide haben gewonnen, denn am Ende kann man nicht klar sagen, dass der eine Wagen definitiv besser ist als der andere. Der Mustang ist in meinen Augen ein Auto, das man wirklich jedem empfehlen kann. Man kann im Alltag gut damit leben, er ist sportlich genug für die meisten Leute, wobei sich mit ein wenig Geld auch das Fahrwerk und Co. noch nachbessern lassen würden, wenn man darauf Wert legt. Und man muss sich auch keinerlei Gedanken machen, wann man wohin zur nächsten Wartung muss. Ist einem jedoch Sportlichkeit viel wichtiger als das reine Platzangebot? Oder muss man vielleicht auch gar nicht jeden Tag mit dem Wagen fahren, sondern will als Saisonfahrzeug nur bei tollem Wetter sportlich fahren? Ist der Camaro perfekt für einen? Natürlich hat jeder irgendwo seinen Favoriten, sei es, dass man von einem der Wagen schon immer geträumt hat, durch die Transformers-Filme angefixt wurde oder weil man das eine Design einfach deutlich geiler findet als das andere.
Beide Wagen sind unvernünftig, machen eine Menge Spaß und sind mit dem großen V8-Motor sicherlich auch auf absehbare Zeit einer der letzten ihrer Art. Ich hoffe, das Video war für euch eine gute Entscheidungshilfe, welcher Wagen vielleicht am besten zu euch passt und worauf ihr eben Wert legt. Und denkt auf jeden Fall daran, richtige USK-Fahrer grüßen immer alle anderen USKs auf der Straße. Und noch als Hinweis zum Schluss, im Sommer kommen die 2020 Camaro Modelle ja offiziell nach Deutschland, sie sind ja auch jetzt schon bestellbar. Und beim Mustang erwartet uns dieses Jahr auch noch ein neues Facelift. Entsprechend werde ich sicherlich auch nochmal einen Vergleich der neuen Modelle geben, sobald beide Autos in Deutschland auf den Straßen stehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.